So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age The Whale Guard. Ja, wir sind hier immer noch am Leuchtturm. Und ich glaube, wir wollten... mal ganz kurz wieder reinkommen. Neue Aufnahme jetzt. Genau, wir wollten... ah, genau, wir wollten zurück zum Kreuzgang. Weil da jetzt ja ein bisschen was anders ist. Da sind jetzt ja diese Geister. Nee, kann ich nicht. Gut, dann reisen wir erstmal so dahin. Wir nehmen mit. Zwei, drei, vier und die gute Neff ist immer noch eins. Aber Hauptsache Lucanus ist schon vier, der neueste. Ich check nicht, warum Neff einfach nicht hochgeht. Den treff ich einfach nicht. So, Belara ist auf 2 gestartet und Neff ist noch nie mal höher. Na gut, wir nehmen mit, ja. Wir nehmen, dann mal Neff mit und natürlich mein Schnucki. Und dann schauen wir mal, was es im Nichts so gibt. Ich habe übrigens gesehen, jetzt, da die ersten Folgen jetzt ja schon draußen sind, dass ja, durch die erste Folge ein paar neue Leute auf den Kanal dazugekommen sind. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Whaleguard-Projekt. So. Wo mussten wir hin? Wir waren hier und mussten ganz darunter. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal hier oben. So. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einer der letzten Folgen darüber geredet habe, aber ich finde es extrem schade, dass im Englischen wir wie in Inquisition damals zwei Sprecher für Rook bekommen haben. Eine tiefe und eine hohe Stimme. Und, dass das aber hier in Whaleguard in den anderen Sprachen leider nicht so ist. Finde ich sehr schade. Das ist nur im Englischen so. In allen anderen Sprachen haben die, hat Rook jeweils einen Sprecher und eine Sprecherin. Und die Stimmen sind einfach nur gepitcht. Finde ich schade, auch wenn sich das nicht so schlecht anhört. Aber man möchte ja vielleicht auch eben, ja, ein, keine Ahnung, ein Zwerg spielen und richtig schön mit Stimme. Oder das geht einfach nicht. Das ist mega schade. Essenz des Streites platzieren. Wo habe ich die her? Ist das die, die ich aus Antiva habe? Oder woher ist das? Vor der tiefen Trauer gehen wir gleich hin. Die Werkstatt des Behüterer kann aufgewertet werden. Yes, genau. Mir fehlten ja nur noch so 5 Punkte. Gucken wir mal eben, was hier drüben. Noch ein Eingang wie der, der uns zu einer Erinnerung von Solis geführt hat. Huch! Ich wollte da gar nicht rein! Unterirdisch. Ja, gut, dann machen wir halt eine Erinnerung. Okay. Mir ist jetzt übrigens aufgefallen, nachdem ich halt die Folgen jetzt hochgeladen habe und alles nochmal kurz reingeguckt habe in ein, 2 Folgen, um Thumbnails rauszusuchen, dass dieser Typ, der die ganze Zeit im Leuchtturm diese Notizen geschrieben hat, die wir gefunden haben, dass das dieser Typ ist, der in den Vergangenheitssequenzen mit Solis da unterwegs war. Das muss irgendein Freund von ihm sein. Bin mal gespannt, was aus dem geworden ist. Weil der scheint ja zumindest auch nachher noch gelebt zu haben. Die Wachen waren wirklich nicht sinnlich. Oh, genau, wir haben jetzt ja diese coole Rüstung. Erinnert ihr euch an unsere Mission? Gillena ins Labor. Der Wolf hat uns geschickt, um in ihr Testgelände zu gelangen. Es lief nicht alles nach Plan. Aber der Wolf hat Hilfe reingeschmuggelt. Einen Schlüssel. Okay. Wenn ihr kämpfen könnt, schnappt euch den Schlüssel und wir rennen so schnell wir können. Aber seid auf alles gefasst, was die Hexe in petto hat. Okay. Sie denkt, ich wurde von Solis geschickt. Oh, Freiheit. Wir sind schneller, wenn wir uns aufteilen. Bis später. Ja, bye. Okay, im Komm aus dem Gefängnis.
ich muss immer wieder betonen, wie absolut genial ich dieses Spiel finde, ne? Irgendwie ist sie hier noch ekelhafter. Das ist einfach Peak BioWare, ne? Ich bin so ultra gespannt, wie das neue Mass Effect dann sein wird, weil, ne? Also, BioWare hat jetzt gesagt, es wird keine DLCs für Wellgard geben, was ich sehr befürworte. Ich bin nicht so großer Fan von DLCs. Und dafür wird sich halt voll auf das neue Mass Effect konzentriert und ich bin so ultra gespannt, wie das sein wird, wenn jetzt das Dragon Age schon so cool ist. Das ist so nice hier alles. Ich bin auch mal gespannt, wie lange es dann dauern wird, bis das neue Mass Effect dann rauskommen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange Andromeda jetzt her ist. Aber ich tippe mal, das wird jetzt noch einige Jahre dauern. Das ist halt so weit weggedankt mich, ey. Da bin ich einfach schon, keine Ahnung, 40 oder so. Wenn das dann rauskommt, ey. Zack! Zack! Na komm. Machen wir mal hier. Ich wollte. Das da machen. Ich kann Schnellerholung machen. Das finde ich interessant. Das habe ich schon mal aus Versehen irgendwie gemacht. Frag mich, durch was das getriggert wird. Villanaine hat also mit der Verderbtheit und der dunklen Brut experimentiert. Kannst du? Dann hat die Verderbtheit ihr Labor befallen. Die Erinnerung ist noch nicht vorbei. Wir müssen uns hier rauskämpfen, ehe Villanaine uns findet. Es ist halt so krass, wenn man bedenkt, dass die Verderbtheit, die wir halt in Origins bekämpft haben, die Verderbnis, dass das halt nur ein kleiner Bruchteil dieser Verderbtheit ist, ja, die uns jetzt erwartet quasi. Zack. Die Mutter der Haller. Die Mutter der Haller. Eine Pantomimentheatermaske, die Glenane darstellt. In Erzählung ist die Preisung und Akzeptanz einer Bestimmung sowie der Wandel, von dem es kein Zurück gibt. Verrat und Hingabe wurden für sie ein und dasselbe. Okay. Entschuldigt übrigens, falls meine Stimme irgendwie ein bisschen im Eimer ist. Ich habe heute schon fast 4 Stunden ein sehr sprachlastiges Projekt aufgenommen, sag ich mal. Und meine Stimme ist einfach gerade so ein bisschen im Eimer. Wolf. Hey. Bist du wegen uns gekommen? Dein Schlüssel hätte gereicht. Diese unnatürliche Verderbnis erforderte meine persönliche Aufmerksamkeit. Hätte ich wieder Solus mit seinen Haaren hier an den Seiten so wegrasiert. Stark. Richtig cool. Der Fluchtweg, den ich geplant hatte, ist bereits versperrt. Wir müssen einen anderen Weg an die Oberfläche finden. Teilen wir uns auf und suchen ihn. Ich werde möglichst viel Verderbnis zerstören. Ihr müsst euch einen Weg durch diese Monstrositäten bahnen, ehe Glenane etwas noch Schlimmeres entfesselt. Solus klang verunsichert. Ja. Die Verderbtheit hat ihm ordentlich Angst eingejagt. Das ist mir auch schon letztes Mal aufgefallen. Seine, Verbündeten wirken immer so richtig motiviert und zielstrebig und so, als ob, ja, wir werden siegen und wir werden das schaffen. Und Solus ist so richtig, du merkst halt, dass er richtig verzweifelt ist und genau weiß, dass hier, ja, alles andere als gut alles läuft. Ihr seht grenzenlose Schöpfung und beschließt, sie zu zerstören? Vielleicht. Ihr solltet lernen, jenes Leben zu respektieren, das euch nachfolgen wird. Sie setzt das Testgelände gegen uns ein. Was? Sie setzt das Testgelände gegen uns ein? Gut. Na, was haben wir hier? Werden die Kerzen hier so sinnlos aufgestellt? Wo geht denn das hin? So. Einmal weiter, bitte. Ah. Na, was machst du jetzt? Hey, da wollte ich noch mal rein. Rock, mach keine Scheiße. Er hat hier nicht gerade was geleuchtet? Bin ich jetzt komplett doof? Dann halt nicht.
zwergischer Schlüssel für Harding. Bei jeder Benutzung eines Tanks besteht eine Chance von 10%, ihn zurückzuhalten. Bitte, Süße. Und nu? Achso. Zeit zu gehen. Ihr seid entkommen und schneller als erwartet. Vielleicht lohnt es sich doch, euch und eure Verbündeten aufmerksam zu beobachten. Wir haben Gesellschaft. Oh, oh, was sind das denn für Beulenköpfe? Ich finde immer noch krass, was der Bogen für einen Ultraschaden macht, ne? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Na, kommt. Ich finde es nur so geil, dass wir diese Nekrotikwaffen bekommen. Ja, spring rein, Rook. Ich denke, wir sind zu Gillenanes kostbarstem Gezücht durchgebrochen. Wenn die dunkle Brut zur Zeit von Gillenanes Experimenten so aussah, dann... Vielleicht war die dunkle Brut, die wir gesehen haben, ja gar nicht neu. Ja, ja, genau. Vielleicht ist sie alt. Es ist nicht so, dass unsere dunkle Brut quasi mutiert ist, sondern das ist halt eigentlich die dunkle Brut, wie sie eigentlich aussehen sollte. Und bei uns in halt Origins und sowas, waren halt einfach nur so richtig schwache Versionen von dunkler Brut. Hier, der Segen, den ihr ablehnt. Oh, da sieht sie noch halbwegs elfisch aus. Helft mir. Und nicht so dämonisch wie jetzt, also verderbt. Mein Blut, ich verbrenne. Oh. Ich glaube, Solus Kollegin hat es nicht geschafft. Okay. Machen wir erstmal hier den hier. Zack und tschüss. Finde ich geil. Bin die ganze Zeit überlegen, ob ich noch eine Schwierigkeitsgrad hochstelle. Aber ich finde das so eigentlich ganz angenehm, weil ich kriege halt trotzdem Schaden. Ich verbrauche meine Tränke. Es ist jetzt nicht so krass schwierig fürs Let's Play, aber ich habe trotzdem diese coolen Kämpfe wie in der einen Folge, wo wir in Antiva da gegen dieses Vieh gekämpft haben, was eigentlich viel zu stark für mich war, aber ich konnte es dann halt nach ein paar Versuchen besiegen und das mag ich. Das ist halt eigentlich so genau meins so. Ist ganz angenehm zu spielen. Ich brauche nicht die krasse Herausforderung. Wenn ich eine krasse Herausforderung möchte, spiele ich Dark Souls oder sowas, was Sekiro. Wobei ich das mittlerweile auch schon so oft gespielt habe, dass das auch keine Herausforderung mehr ist. Hi, na? Ihr würdet eine Verderbtheit auf dieser Welt entfesseln und sie als ein Meisterwerk bezeichnen. Ihr, das steht immer so gut, ne? Die empfindsamste von uns wart. Wart. Was alles ist denn passiert? Was ich bin, ist der Ergründung des Schöpferischen gewidmet. Ihr habt beschlossen, euch einzuschränken. Ich muss zu Höhen aufsteigen, die nur Götter verstehen. Ich werde jetzt eine von ihnen. Wolf, ihr seid besser als sie. Ich denke mal, sie war so die letzte. Bitte. Also die sind vermutlich nach und nach alle so verrückt geworden, sag ich mal so. Oder machthungrig. Er wird ihr nicht helfen. Oder das Versuch. Was? Wolf, ihr seid besser als ihr. Ich darf jetzt entscheiden, was Solus macht. Nee, Solus ist ein guter. Kommt schon. Seid der Gott, den sie braucht. Helft ihr. Es tut mir so leid, dass ich euch nicht beschützen konnte. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, wie ich euch helfen kann. Wolf. Oder macht er genau das Gegenteil? Dieser Ort und seine Verderbtheit müssen ausgelöscht werden. Ich kann nicht zulassen, dass sich auch nur der kleinste Teil davon ausbreitet. Geht. Eure Arbeit hier ist getan.
Ihr müsst nicht mit ansehen, was ich tun muss. Er ist halt total verzweifelt. Solas ist halt ein richtig guter. Das ist ein bisschen... Solas hat das Labor zerstört, die Verderbtheit hier und seine Agentin. Er war bereit, alles niederzubrennen. Sogar seine Freunde. Daran hat sich nicht viel geändert. Dieses Fragment könnte uns mehr verraten. Das ist halt der falsche Weg. So. Keine Ahnung. Er opfert halt Sachen für ein, so in Anführungsstrichen, höheres Ziel in seinen Augen. So, und eigentlich hat er voll die guten Beweggründe. Ne? Und das ist halt das. Und das erinnert mich so ein bisschen an... Jetzt kleiner Spoiler für Leute, die Final Fantasy 14 noch irgendwie vor sich haben. Das ist so ein bisschen wie mit den Ashians und Emmett Selch zum Beispiel. Finde ich. Also Solas wird jetzt gerade als der Böse dargestellt in unserer Welt. Und er ist halt aber eigentlich gar nicht böse, ne? Das ist das halt. Nehmen wir erstmal das da. Zack. Verbundenheit mit Harding erhöht. Was ist denn mit Neff? Aussehen gewöhnlich. Robe der Wache. Aha. Schleierklinge. Die ist schlechter. Okay. Mal gucken. Wo geht's hier lang? Ach so, nirgendwo hin. Kann ich da hoch? Na gut. Dann. Aber er hat halt alles zerstört, damit sich das nicht ausbreitet und hat dabei halt auch seine Freunde irgendwie geopfert, halt einfach für das höhere Ziel. Und wenn er das halt schon immer so durchzieht seitdem, ne? Dann ist ja klar, warum der heute so ist, wie er ist. Aber wenn ihn davon überzeugen, dass er falsch liegt. Wir zeigen ihm einen anderen Weg. Hoffe, das schaffen wir. Ich hoffe, Solas stirbt am Ende nicht. Das finde ich sehr schade. Aber vermutlich wird es drauf hinauslaufen, irgendwie sowas. Warte mal, das kommt mir hier doch bekannt vor. Haben wir das hier nicht schon... Ach stimmt, das hatten wir damals schon gemacht. Darf ich nicht ändern. Hier sind wir jetzt. Ah. I see. Da kommen wir nicht durch. So, was für ein Ding hatte ich denn jetzt eigentlich aufgemacht? War das das hier? Ne, das hier hatte ich aufgemacht, glaube ich. Wo fliegen eigentlich diese kleinen Dinger hin? Ne, hier war ich auch schon. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Von oben, ne? Ja. Ich bin gerade verwirrt. Wo habe ich das aufgemacht? Nicht direkt hier links neben, oder? Zu viele Untote, ja, hier war das. Für meinen Geschmack. Biancas Bolzen. Schmuckstück für Harding. Oh. Plus eins mögliche Wiederbelebung. Okay. Das andere war, glaube ich, besser. Wer seid ihr denn? Ihr seid ein bisschen stark, merke ich gerade. Leute, könnt ihr mal irgendwas tun? Okay. Dann halt. Zack. Stufe 24, was wollt ihr eigentlich?
finde es immer irritierend, wenn automatisch das Ziel wechselt. So. Gucken wir mal, was hier weitergeht. Das sieht gar nicht gut aus. Die nehmen uns ins Visier. Hinter dem Fallgatter. Der lässt sie wieder auferstehen. Wir Moment, was? Moment, Moment, Moment. Wer lässt sie wieder auferstehen? Also ich kann da nicht durchschießen, ich verstehe. Okay, ihr macht das schon, Mädels, ne? Da kommt was auf euch zu. Wenn ich ein Irrlicht dazu kriege, mir zu folgen, bekommst du eine Kostprobe deiner eigenen Medizin. Haha, kleiner Tipp, wie es weitergeht. Nicht gut. Vorsicht, Fernkämpfer! Ja, Moment. Jetzt mach doch mal auf hier. Da, schaltet ihn aus, bevor er noch mehr Tote erweckt. Dankeschön. Der Ungenannte, eine Pantomimentheatermaske, die Dürfermann darstellt. In Erzählung ist er das Geheimnis hinter der Verlockung, dessen Enthüllung Fragen beantwortet. Zunächst geleugnet und dann eingefordert werden. Okay. Interesting. Okay, ich sollte erstmal die machen, glaube ich. Seht, Mädels. Ja, warte, warte, warte. Immer noch ein bisschen schwierig, dass man immer abvisiert. Rüstung dieser Untoten kam mir bekannt vor. Was? Wem sie auch gedient haben. Jetzt kämpfen sie für die Götter. Okay, was für Rüstung war das denn? So. Oh, hier können wir hoch. Na. Hütet euch vor dem Uralten, das hier schläft, Bewohnerin. Tod und Verderbtheit haben dessen Zorn nicht gemildert. Hm. Dauer von Nick. Nekrotikwaffen. Nekrotik. Nekrotik. Es heißt Nekrotik. Meine Güte. Was ist das denn? Untot.
Ich würde sagen, wir haben herausgefunden, wer verantwortlich ist. Verrat an Verlassen. Oh, Verlassen ist doch der Kumpel von Solas. Den werden wir nie im Leben besiegen können. Der ist Level 32. Okay, mal gucken. Okay, Mädels. Mist, ich hab die in der falschen Reihenfolge. So, bam. Das ist schon mal gut. Nicht zu defensiv spielen. Aua. Mann, ich bin in meiner Animation gefangen. Nee, irgendwie nicht, aber... Nee, ich merke das schon. Aber Verrat und Verlassen heißt ja nicht, dass der das ist, ne? Alles nicht gut. Er bezieht Kraft aus dem Rest im Nichts. Das ist alles nicht gut. Das sollte sie doch, das soll der sein, ne? Ich glaube, er ist so. Was kann das sein? Hallo? Irgendwie sieht das nicht gut aus, was hier passiert. Aua. Ja, ist so in Ordnung. Hat der One getötet? Nicht frech. Ah. Ich glaube, den sollte ich noch nicht machen. Hütet euch vor dem Uralten, hab Bock, den das hier schläft, Bewohnerin. Tod und Verderbtheit haben dessen Zorn nicht gemildert. Verderbt und tot. Ich würde sagen, wir haben herausgefunden, wer verantwortlich ist. Vorsicht, es darf euch nicht berühren. Erledigt ihn. Ja, ist in Ordnung. Kaum Schaden, das ist das Problem. Ich bin wieder bereit. Euer Angriff. Von mir aus kann es wieder losgehen. Schwächen. Für die Freiheit!
Okay, ich kann das irgendwie nicht rechtzeitig wegmachen. Soll ich denen platt machen? Ich habe auch hier, glaube ich, keinen Trank mehr, ne? Doch, da. Ja, was kann denn der noch alles? Ja? Ist okay. Die knöpfen sich uns aus der Distanz vor. Okay. Das war mein letzter Trank und er ist nicht mal ansatzweise tot. Habe ich nicht. Ich glaube, das muss ich später. Das Ding ist, ich muss diese aufgeladenen Schläge machen. Oh, warte mal! Moment! Nein, hat es resettet. Das war gut. Aber wie lange das braucht, bis, Dings, bis meine Ulti aufgefüllt ist, ne? Aufladen dauert einfach viel zu lang. Eieiei, der braucht die schon. Aua. Dabei, Mädels. Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich ihn getroffen? Nein, jetzt nicht nochmal sowas. Sollte sie schwächen. Was ist denn das? Ich bin wieder einsatzbereit. Die
nehmen uns unter Beschuss. Ja, ich versuch's ja schon. Sein Vertrauen ausgenutzt. Ja, okay. Oh Mann, ich sehe nichts. Alles in Ordnung, Brooks? Nee, tatsächlich gerade gar nicht, Mädels. Achtung, Fernkampfangriff. Okay. Erstmal die scheiß Schutz wegkriegen. Sie versuchen es aus der Distanz. Ich meine, wie oft der den Scheiß macht, ne? Aber der Kampf ist richtig geil, ne? Der ist richtig cool, muss ich sagen. Arling, mach mal irgendwas Sinnvolles. So scheiße abwehren würde, ne? Okay. Ja, das kann ja ruhig halt die ganze Zeit machen, wenn ich gut ausweichen kann. Dann können die Mädels ein bisschen Damage machen. Das ist halt so ein bisschen, aber... Ja, das ist halt wieder dieses Ding, ne? Sobald ich halt irgendwas falsch mache, trifft er mich, weil ich noch in der Animation stecke. Shit. Was ist denn gerade? Okay, Mann, es lief doch die ganze Zeit so gut. Und dann mache ich halt einen Fehler und dann läuft es gar nicht mehr. Shit. Nee, das werde ich nicht schaffen. Nee. Oh. Manchmal kriege ich keinen Schaden und ich checke nicht warum, ne? Natürlich hat mich das getroffen. Ach komm. Ha! Das ist tricky. Ich will den Aninos besiegen. Ah. Oh, der Kampf ist richtig cool. Naja, gut. Hütet euch vor dem Uralten, das hier schläft, Bewohnerin. Meine Güte, Leute. Das war ein Fight. Sie sind verschwunden. Der Riss im Nichts und diese Wiedergänger. Nur eine Essenz ist zurückgeblieben.
Öffne das Tagebuch und will eine Quest. Ja, gleich. Ja, das gucken wir uns gleich an. Boah, mein Herz, ey. So. Was haben wir denn hier? Die Bürde, ein einzigartiges Amulett. Schaden bei niedriger Gesundheit. Niedrige Gesundheit wird 10% früher ausgelöst. Deine Gesundheit kann nicht... Was ist denn das? Warum haben diese ganzen epischen Sachen solche Nachteile? Deine Gesundheit kann nicht über 70% steigen? Finde ich ein bisschen frech. Na gut, das fristen wir nicht aus. Das ist für Leute, die halt mit so Leben kämpfen, wie ich jetzt gerade habe. So, da geht's noch irgendwie weiter. Oh, da kommt man nicht rein. Okay, toll. Menomenomen. So, was haben wir denn hier? Essenz des Wiedergängers. So, mal gucken, die wofür Essenz die ist. Des Wiedergängers fühlt sich dunkler an. Mächtiger. Er muss etwas Großes beschützen. Wir sollten nach einer passenden Tür Ausschau halten. Finde die anderen beiden Quellen für Verderbtheit. Okay. Wo muss ich denn da hin? Da ist eine Quest jetzt auch aufgetaucht. Irgendwas ist da, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal beim nächsten Mal an, was wir da jetzt machen können. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.